Ich kann fertig schrauben, denn ich habe endlich einen Einschalter. Robert hat ihn gefunden. Ja, schön. Dahin. Da. Und dann das noch rein. Sowie Memory Card Halter, Slot. Dings. Memory Card in. Ich gehe jetzt extra mal ganz nah dran, damit man sieht, dass der Plot dabei weitem nicht perfekt plottet. Aber ich glaube, für so eine 30-Euro-Lösung ist es gut. Wenn es einem nicht gefällt, kann man es wieder abknibbeln und dann halt das Ganze professionell drucken lassen. Bei Alpha Merch oder so. Alles in allem glaube ich aber, dass das so theoretisch sogar fast dieses bisschen ausgefranste, können wir da nochmal rangehen, fast zum Neo Geo passt. So vom Scratchy-Look oder was auch immer. Hier hinten habe ich übrigens mit Messer 60 Grad geschnitten. Da merkt man schon, dass das deutlich besser wird. Theoretisch könnte ich die hier auch nochmal mit 60 Grad ausschneiden. Also Schneidenwinkel. Ich muss mich da ja erstmal einfuchsen, nicht wahr? Ja gut, alles nochmal jetzt zusammenschrauben, zusammenknappen. Und dann kann man das Ding als fertig beschreiben. Und eventuell nochmal kurz aufs Universe BIOS eingehen. Bis gleich. Letzter Teil vom Video. Es ist 2:30 Uhr abends, das kann wieder nur gut werden. Ist eigentlich nur ein kurzer Anhang, denn AIS ist ja eigentlich fertig soweit. Ich werde hier hinter, also ist es theoretisch nicht mehr der letzte Teil vom Video, aber hier hinter werde ich noch ein paar Fotos knallen, glaube ich. Aber für alle, die gefragt haben, was so ein Universe BIOS kann oder warum man es einbringen sollte oder einlöten, aufflashen, wie auch immer. Da ist die How-To-Seite, How It Works. Mit den Abkürzungen bzw. Keycodes, wo man in welches Menü kommt. Ich sage direkt und oute mich direkt als Neo Geo Anfänger oder auf jeden Fall kein Jünger, wie auch immer. Ich besitze selbst kein Neo Geo, kein MVS, kein AIS, das ist Roberts. Ich habe mich da halt kurz nur mit auseinandergesetzt. Deswegen fragt lieber Neo Geo Papst, wenn ihr genaue Fragen habt. Da auf dem Bildschirm sind jetzt nur die Tastenkombinationen, wie man in welches Menü kommt. Und ihr könnt mich gleich theoretisch dabei begleiten, wie ich lerne, was welches Menü macht. Oh, ist doch vielleicht auch mal nicht verkehrt, ne? Anscheinend kann man unterscheiden zwischen den Tastenkombinationen, die man drücken muss, während das BIOS hochfährt, in Anführungsstrichen, also während des Splash-Screens, und den Tastenkombinationen, die man in-game zur Verfügung hat. Klicken wir mal kurz durch, alles mal einmal angespielt. Und dann sehen wir weiter. So, Kamera ein bisschen weiter rangeholt, ist das Beste, was ich jetzt irgendwie aus dem Zimmer hier rausholen kann. Vielleicht kann man sehen, was ich mit dem Finger mache. Für den Fall, das nicht, habe ich da mal die Liste hingemacht. Die kann man vielleicht sehen, wenn man auf Vollbild umschaltet. Ist ja Full HD, das sollte eigentlich gehen. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht viel zu erklären können, vielleicht. Also begleitet mich dabei, wie ich schlauer werde. Denn ich brauche ja nicht behaupten, ich bin ein AIS-Papst, wenn ich gerade bin, nicht wahr? Skat. Ich habe übrigens noch keine Ahnung, wie das Signal von diesem Fernseher verarbeitet wird. Eventuell habe ich jetzt gerade für die Katz umgebaut und aufgestellt und so. Hoffen wir mal. Europa-Konsole, ja. Ah, weiß ist schon mal grau. Ja. Ja. Geht. Zum Zeigen reicht's. Universal BIOS Menü, kurz angetestet, was sind da für Optionen drin.
ABC beim Start der Konsole bzw. beim Splash-Screen dürfte auch noch reichen. Ich mache jetzt halt über Reset-Button und dann lasse ich los, halt das gedrückt, aber ist ja so weiter. Was befindet sich hier? Ein Region-Setup. Okay, selbsterklärend. Region A, Japan, B, USA, C, Europa. Ich bin Europa und ich bin A für Arcade oder B für Konsole. Eine Konsole. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, ich bin ein Arcade-Dings in den USA. Ja, kann man umstellen. Gut. Punkt 1. Softdip dürfte auch erklärend sein. Auf jeder normalen Hardware oder Arcade-Platine oder wie auch immer habe ich verschiedene Dip-Switches, die ich einstellen kann. Das hier in dem Fall hat Soft-Dip-Switches, also kann ich das per Software umstellen. In diesem Fall kann ich die Rundenzeit einstellen, den Demo-Sort einstellen, also ob das Ding dudelt, wenn es spielt oder nicht. Dann kann ich einstellen die Schwierigkeit, also momentan auf 4 kann ich die noch irgendwie, geht zwischen 1 und 8 offensichtlich, also für mich 1. So. Kreditanzeige, also ob hier unten in der Ecke steht, wie viel Geld ich eingeworfen habe oder nicht. Was haben wir noch? Continues, erlaubt weiterspielen, wenn tot. Kennt jeder, okay. Level-Display, Level-Anzeige, ja komm, kennt ja jeder. How to play, ja, von mir aus auch, also eine Anleitung, wie man spielt. Und Sprache kann umgestellt werden zwischen Englisch und Spanisch. Englisch kann ich ein klein bisschen dezent besser, also okay. Was kann ich hier jetzt machen? Button-Control, A bis B, Set, also A, B, Set. Mit D komme ich immer wieder zu den Standardeinstellungen. Und also D gleich Def für D gleich Default und C gleich Exit. Ich will hier raus, okay. Gamecards hier, C-Check wird wahrscheinlich eine Kontrolle sein, ob der die Prüfsumme des Spiels stimmt. Gucken wir mal. Getting blablabla. Das dauert jetzt anscheinend einen Moment. Ja gut, das Spiel hat jetzt nur anscheinend eine Bank 0 und Region. Wunderbar, egal. C für Exit. Jukebox Player. Klingt danach, als wenn man gucken könnte, was da für Klänge drauf sind. Current Core, ja. Schön. Ja, kann man anscheinend wunderbar hören, was da für Klänge auf der Karte gespeichert sind. Ich habe jetzt leider gerade nur ein Spiel da mitgeschickt gekriegt. Von daher nur die Klänge von diesem Spiel. Dürfte aber sicherlich für den einen oder anderen interessant sein. C zum Exiten. PC to Neo Geo, was auch immer das sein mag. Okay, PC to Neo Geo klingt interessant. Ich weiß es nicht genau, aber anscheinend kann man da an Port 2 ein Interface-Kabel anschließen und vermutlich Daten zum PC übertragen. Da, Neo Geo, how it works, kann man nachlesen. Anscheinend beschließt das jetzt schon dieses Universe-Börse-Menü, alles klar. Also das nächste auf der Liste ABCD, Memory Card Manager. Reset, ABCD, Memory Card Manager, ja. Wie man sieht, keine Memory Card drin. Kann ich jetzt leider nichts dran machen, ich habe keine. Aber ich könnte sie theoretisch formatieren, anzeigen, was drauf ist, Zeug kopieren, Zeug löschen, Username einstellen und einfach exiten. So, jetzt haben wir anscheinend noch einen Controller-Test, angeblich IS Only, ABCD in Controller Port 2. Gucken. Aufgeploppt ist er schon mal. Knopf funktioniert, Knopf funktioniert. Hoch, runter, links, rechts. Ja. Ist ein Controller-Test, ne? Also wenn man schrabbelige Controller ersteigert hat, kann man die durchaus einmal durchtesten. Bleiben noch die Ingame-Menüs, die Ingame verfügbar sind. Und Ingame bedeutet, ich muss ins Game gehen. Soll ich noch einmal Ingame sagen? Es gibt anscheinend drei Ingame-Menüs, die wohlklingend Ingame-Menü, Ingame-Menü und Endgame-Menü heißen. Also gucken wir doch mal rein. Ich bleibe jetzt auf Europa und Konsole. Banane. Theoretisch ist jetzt wahrscheinlich da auch PAL-NTSC je nach Region umgeschaltet und so weiter und so fort. Ist mir jetzt gerade egal, ich will ja nur die Menüs testen.
Bei leichtem Druck auf Start und Select begrüßt uns ein grün gehaltenes ingamiges Ingame-Menü, welches uns in seiner grünen Art und Weise sehr schön darstellt, dass es ein grünes ingamiges Ingame-Menü ist. Die Einträge in diesem ingamigen Ingame-Menü lauten Cheat Database, Debug Dip Settings und Patch Memory. Ist anscheinend etwas, um den Speicher bzw. den RAM-Speicher zu manipulieren. Wer es braucht? Cheats. Naja. Wenn es denn sein muss, vielleicht braucht es der eine oder andere, wie auch immer. Gehen wir aus diesem Ingame-Menü raus. Nächste Möglichkeit, Start und Coin, haben wir nicht. Wir haben eine AES. Start und Coin wäre fürs MVS. Also haben wir noch eine Möglichkeit mit Start und ABC für ein weiteres Ingame-Menü. Was wird uns da wohl erwarten? Beim Druck auf Start und ABC begrüßt uns ein grünes ingamiges Ingame-Menü, welches vollkommen gleich aussieht wie das Start- und Selectige ingamige Ingame-Menü. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das ingamige Ingame-Menü gleich farben ist, nämlich grün. Ja, gibt's heute nicht viel zu erzählen, glaube ich. Wir können ja theoretisch mal probieren, für alle Leute, die es interessiert, ob wir unendlich Zeit und unendlich Energie haben und keinen Hitstop dabei. Und dann spielen wir das Ganze natürlich auf dem Modus MVS, weil wir ja so stark geworden sind. Ja. Ja, Digimann gegen Wolkenkratzermann. Und jetzt können wir uns wahrscheinlich nach Belieben vermöbeln lassen und niemand wird Schaden nehmen. Niemand bin ich. Nun ja, zum Testen, ob das BIOS funktioniert, ist es ganz gut geeignet. Zum Spielen weiß ich nicht. Muss nicht sein. Ich verliere noch lieber mit Würde, als mich da irgendwie auf Cheats einzulassen. Nichtsdestotrotz. AES läuft, AES ist weiß, AES hat geplatterte Sticker, AES hat noch einen dreckigen Controller, den ich in die Spülmaschine schieben werde. Denke ich. AES sieht gar nicht so verkehrt auf dem Bildschirm aus. Also RGB-Kabel scheint auch in Ordnung zu sein. Zweiter Teil AES, fertig. War irgendwie ein bisschen längeres Projekt, auch so upload-zeittechnisch. Aber ich bitte da um Verständnis, denn so ein Lack muss trocknen, so ein Plotter muss erst umgebaut werden und so weiter und so fort. Keine Ausreden, aber naja. Ich könnte natürlich auch jeden Monat einmal irgendwie nur ein Video rausschieben, aber ich weiß auch nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Deswegen schiebe ich irgendwie immer was dazwischen, was ich gerade fertig habe. Oder gebaut oder so auch immer. Oder so. Gut. Hiernach werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar Fotos folgen. Und dann wird es das Ganze schon gewesen sein. Schon. In diesem Sinne, tschüss und ahoi. Bis zur nächsten Konsole.